Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier zur gleichen Feier begrüßen zu können, nur ein Jahr nach unserem Spatenstich. Ein Jahr ist für ein Projekt dieser Größenordnung eine wirklich engagierte Zeitvorgabe. Wenn man noch dazu bedenkt, dass wir mit Personalmangel und mit Lieferkettenunterbrechungen zu tun hatten, ein zutiefst beeindruckendes Ergebnis. Zeugnis davon, wie wichtig das ist, stabile, zuverlässige Partner zu haben. Und da sind wir als IFA AG sehr froh, im Soravia Gesamtkonzern eingebunden zu sein und können die Vorteile, die sich daraus ergeben, auch direkt an Sie als Investorin, als Investor weitergeben. Wir betreiben hier eine Quartiersentwicklung. Das heißt, dass wir auf einem größeren Block verschiedene Nutzungen fein aufeinander abgestimmt unter einem Hut bringen. Und so haben wir hier über eine gemeinsame Tiefgarage, die alle Baukörper verbindet, einen Wohnbau, Geschäfts- und Gastronomieflächen, einen Hotelbereich und Büroflächen. Verbunden werden sie durch das Kernstück, eine öffentlich zugängliche und zukünftig auch begrünte Freifläche, die eingebettet durch die Baukörper sehr geschützt daliegt. Von der Vermietung sind wir auch extrem zufrieden. Der soziale Wohnbau mit gedeckelten Mieten und bei der Nachfrage ein Garant für Vollvermietung. Was den Gastronomiebereich im Erdgeschoss dort mit Zugang zur Piazza angeht, sind wir sehr glücklich, einen hier lokal ansässigen Familienbetrieb gefunden zu haben, der hier in unmittelbarer Nähe schon zwei Standorte betreibt. Auch den Büroanteil haben wir bereits zu zwei Drittel an eine namhafte Kanzlei vermietet. Das Herzstück unserer Anlage, das Hotel, ist ja schon von Anfang an als Numa konzipiert worden. Numa auch ein sehr stark wachsendes Unternehmen, das extrem stark durchdigitalisiert ist, was in Zeiten wie diesen bei der Personalknappheit und Personalkosten ein sehr starkes Asset ist. Und dass Numa so gut funktioniert, zeigt sich auch in ihrem Wachstum. Sie sind mittlerweile in 8 europäischen Ländern vertreten und haben eine ganze Reihe von Hotels, die demnächst eröffnet werden, in der Pipeline. Das Hotel hat eine zweite Besonderheit. Es ist eines der letzten, das nach der alten Salzburger Richtlinie genehmigt wurde und verfügt über 120 Zimmer. Zukünftige Genehmigungen bzw. schon seit 2 Jahren erlauben ein Maximum von nur noch 60 Zimmern. Was aber das ganz Besondere hier natürlich ist, wir haben hier ein Projekt, wo der Grundstückspreis natürlich mal fix ist, das ist erledigt. Unsere Pauschalen und die Planungskosten fixiert sind auf Preisbasis 2020 und die Baupreise als Festpreise verhandelt wurden auf einer Preisbasis 2021. Wenn man das jetzt in Zusammenhang stellt mit der zwischendurch eingetretenen Preisentwicklung und der aktuellen Inflation, eine ganz besondere Gelegenheit, sich hier zu beteiligen. Auch ich begrüße Sie von der Baustelle V33. Mein Name ist Markus Dritthardt und ich verantworte als Projektleiter die Errichtung dieses Quartiers. Viele Unternehmen arbeiten hier partnerschaftlich zusammen und ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken. Stellvertretend für die vielen Projektbeteiligten möchte ich mich bei der Firma Strabag, die das Projekt als Totalunternehmer umsetzt, bei Pol Architektur, die die Planung gemacht haben, und bei Baumanagement Bleierer, die die begleitende Kontrolle verantworten, bedanken. Bei dem gesamten Quartier stehen Nachhaltigkeit und ökologische Grundsätze klar im Fokus. Es werden kreislauffähige Bauprodukte eingesetzt, das gesamte Gebäude ist energieeffizient. Die Fassade des Wohnbaus erhält eine vertikale Begrünung. Insgesamt entstehen dabei eine Fläche von 900 Quadratmetern Fassadenbegrünung. Sämtliche Dachflächen werden als Gründächer ausgeführt. Insgesamt entstehen hier fast 2000 Quadratmeter Grünfläche. Geheizt wird mit Fernwärme und mit den Photovoltaikanlagen auf den Dächern gewinnen wir Strom aus der Sonne. Diese Immobilie entspricht der EU-Taxonomie in Belangen der Nachhaltigkeit. Und ich freue mich besonders, dass wir die ÖGNI-Zertifizierung in Gold erreichen werden. Die Baustelle liegt gut im Zeitplan und aus heutiger Sicht erfolgt die Fertigstellung fristgerecht im Sommer 2024. Ich darf Sie heute hier im Namen der Strabag zur gleichen Feier
recht herzlich begrüßen. Vogelweider Straße 33 ist ein weiteres kooperatives Projekt von IFA und Strabag, welches gemeinschaftlich optimiert und auch realisiert wird. Heute trifft Innovation auf Tradition. Das heißt, wir feiern das Fest der Arbeiter an einem modernen, neuen, multifunktionalen Platz in Salzburg. Ich nehme dies zum Anlass, um mich insbesondere bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 33.000 unfallfreie Arbeitsstunden bis heute zu bedanken. Aber nicht nur den eigenen Mitarbeitern ist zu danken, sondern auch den Mitarbeitern des Bauherrn und allen anderen am Bau beteiligten Personen. Die Strabag tritt hier als Totalunternehmer auf. Das heißt, wir zeichnen während der Bauphase nicht nur für die Ausführung, sondern auch für die Planung verantwortlich. Wir haben uns entschieden, aufgrund der innerstädtischen Bauaufgabe ein digitales Modell zu entwickeln und mit Hilfe von Lean Construction Methoden gelang es uns bis heute, die geplanten Parameter einzuhalten. Wie Sie sehen, schreiten die Fassadenbauarbeiten bereits zügig voran. In den nächsten Wochen und Monaten werden bis zu 300 Personen aus 70 regionalen Firmen hier am Gelingen des gesamten Bauwerks mitarbeiten. Doch was ist das Besondere hier in Salzburg? Es sind nicht nur die Prozesse, sondern es sind in erster Linie die Menschen. Eine gelebte Partnerschaft und eine Transparenz sowie ein einheitlicher Fokus auf das Gesamte trägt hier den Erfolg. Wenn wir diesen Spirit beibehalten, freue ich mich bereits jetzt auf die Übergabe. Glück auf! Sie haben natürlich selbstverständlich nach wie vor die Gelegenheit, hier zu partizipieren, sich initiativ zu beteiligen oder Ihre Beteiligung aufzustocken. Sie investieren dann in eine besondere, einzigartige, nachhaltige Salzburger Immobilie am Tor zur Altstadt, bringen Ihr Geld vor der Inflation in Sicherheit und profitieren zukünftig von wertgesicherten Mieten. Ja.